Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Euer Odin mit dem Hardware-Video, entweder vom BenQ Beamer oder ich werde den Insta-Show gleich mit kombinieren. Ihr seht da das Bild. Ich muss jetzt leider freihändig aufnehmen. Mit Stativ würde sich das nicht gut machen. Ja? Deswegen freihändig. Und hier unten haben wir dann halt den Beamer stehen. Ich habe das mit den Rädchen hier schon eingestellt, damit wir ein schönes, scharfes Bild haben. Und ich muss echt sagen, so, also beziehungsweise der Projektor, und ich muss echt sagen, ich bin überrascht. Ich bin sehr überrascht auf meiner... Ja, Raufasertapete. Ich weiß nicht, ob das im Video auch so gut rüberkommt. Nicht wundern, das da drüben ist ein Wandtattoo. Das ist eine Blume über meinem Lichtschalter. Es ist klar und deutlich alles zu erkennen. Also auch das Blaue kommt gut rüber. Also hätte ich so jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sich das also optisch so gut aussieht, muss ich sagen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein bisschen blasser. Nicht so farbenkräftig, vor allen Dingen, weil ja, wir haben ja auch Licht jetzt hier in der Wohnung und ist ja nicht abgedunkelt der Raum. Also da muss ich sagen, da bin ich ja schon sehr positiv überrascht von. So, jetzt werden wir den Insta-Show mal betreiben. Den werden wir jetzt mal anschließen. Da bin ich auch schon wieder. Ich hatte kurz einen Cut gemacht, jetzt haben wir den Insta-Show hier. Dafür brauchen wir einen. Ja. Also hier praktisch, ich sage immer Insta-Show, aber das ist der Insta-Show-Button. Den brauchen wir. Ich habe jetzt extra mein, ich werde euch mal nach unten richten. Ich habe hier unten mal meinen Receiver rausgeholt. Wir werden das mal an meinem Receiver testen. So, dann machen wir einfach mal den HDMI ran. Und dann brauchen wir noch den, ach Gott, USB für Strom. So. Zack. Und jetzt ist er auch schon connected. Also noch nicht connected, aber es leuchtet rot. Jetzt brauchen wir noch, ja, was man nicht im Kopf hat, hat man in der Beine. So, wo haben wir denn den HDMI? Habe ich wieder weggepackt. Ne, der ist hier vorne schon mit dran. So. Dann brauchen wir jetzt den Empfänger. Beim Empfänger, da brauche ich den Strom nicht so lang machen. Brauche ich gar nicht aufmachen. Der kann so bleiben. Hoppala. Da machen wir jetzt hier einfach den USB ran. Zack. Nee, doch, wir müssen den aufmachen. So. Ach. So. So, da ist der Empfänger. Der braucht jetzt erstmal Strom. Den werden wir an den Strom erstmal anschließen. Zack. So. Jetzt leuchtet es hier auch rot. Ja. Ich lege den einfach mal hier so auf den Projektor mit drauf. Erstmal so. Dann brauchen wir den USB-Kabel. Ach Quatsch, USB. Den HDMI-Kabel. So. Den verbinden wir jetzt. Ach, jetzt leuchten schon beide grün. Ich habe noch nicht mal irgendeinen Knopf gedrückt, aber die leuchten schon grün. So. Dann werde ich den mal auf den Wohnzimmertisch packen und den hier auf HDMI 1 anschließen. So,
Wir haben jetzt hier schon ein Bild. Das werde ich euch mal versuchen zu zeigen. So. Und wir haben jetzt ein Bild. Und da sagt er, wir sollen bei dem Empfänger, Sender, den Button drücken. Das haben wir gemacht. Der leuchtet jetzt blau. Und schon haben wir es. Und damit es auch wirklich funktioniert, habe ich jetzt hier mal die Fernbedienung vom Receiver hingepackt. Und da drücken wir jetzt einfach mal nach unten. Hoppala. So. Achso, weil der Receiver gerade Kopf neigt, das ist jetzt ein bisschen schwer. Aber ihr seht, es funktioniert. So. Können ja mal Netflix, ne, anmachen. So. Starten wir einfach mal hier so einen Film, damit ihr seht, dass es auch funktioniert. So. Machen wir mal einfach hier so vorspulen. Und es funktioniert. Ich sehe schon, auf der Kamera haben wir so ein leichtes Flackern. Also in der Kamera. Ich weiß nicht, ob es in der fertigen Aufnahme auch so sein wird, dass ihr dann Flackern seht. Das seht nur ihr. Ich sehe das Flackern nicht. So, wir können ja auch mal. So, empfohlen. Achso, kann im Moment nicht eröffnet werden. Habe ich noch nicht gemacht. So, und Apps. Da haben wir hier zum Beispiel einen Google Play Store. Also wenn ihr jetzt irgendwie was zeigen wollt an irgendwelchen Apps oder was weiß ich, das könnt ihr so auch machen. Seht ihr? Und jetzt sind wir im Google App Store. Wir haben jetzt hier Prime Video. Das ist neu, dass Prime Video dazu gekommen ist. Das habe ich noch nicht installiert. Ich sage einfach mal installieren. Und jetzt installiert er das auf meinen Receiver. So, Exit. Ja. Auch Twitch ist hier möglich. Auf dem Receiver können wir auch mal installieren. Ich will ja sowieso demnächst Videos darüber machen. So, dann drücken wir Home. Und es funktioniert. Es funktioniert wunderbar. Muss ich echt mal so sagen. So, dann haben wir hier am Beamer, was können wir da? Wir können die Ausgänge einschalten. Also umschalten. Wir können jetzt zum Beispiel, boah, was nehmen wir denn da? So, jetzt wechselt da. Quelle wird gesucht, findet er natürlich nicht. Wir können auch hier über Source. Gehen wir um HDMI 1, hatte ich es, glaube ich. So, und da sind wir wieder da. Wir können auch hier Ton an- und ausschalten. Das seht ihr jetzt nicht. In der rechten oberen Ecke ist Ton. Wir haben jetzt keinen Ton, weil ich nichts angeschlossen habe. Wir können auch den Eco-Betrieb anmachen, also den Öko-Betrieb. Und zack. So, dann können wir laut machen. Da seht ihr auch, dass es dann unten so ein Balken lauter wird. Wir können zoomen. So weit können wir ranzoomen, wir können auch wieder rauszoomen. So, was haben wir noch? Hier passiert nichts. Also wir haben kein Bild im Bild. CC. 3D-Einstellungen haben wir hier noch. Oben, unten. Dann macht er halt ein 3D-Bild oben, unten. Das geht halt jetzt nicht, weil wir haben keinen 3D. So, dann haben wir hier noch Wandfarbe. Hellgelb, rosa, hellgrün, blau.
Schultafel. Wenn wir jetzt eine Schultafel machen, können wir dann halt die Wandfarbe anpassen. Bildformat. Können wir hier 16:9 lassen. So, wir können jetzt hier auch die schräge Option. Falls der Beamer ein bisschen schräg ist, können wir das hier so Bild kippen. So, machen wir aber wieder mal zurück auf 0. Aber wir können auch unten machen, wenn ihr wollt. So. Aber wollen wir jetzt nicht. So. Dann. Das andere kann ich alle nicht einschalten. Digitaler Zoom. Da können wir hier einen digitalen Zoom machen. Brauchen wir jetzt aber auch nicht. So, na, jetzt habe ich den Knopf nicht richtig erwischt. 3D hatten wir schon. Dann können wir hier noch die Farbe einstellen. Ich lasse einfach das Normale drin. Helligkeit, Kontrast, Bildrate. Das könnt ihr alles am Beamer einschalten. So, dann haben wir noch schnelle Autosuche, HDMI-Bereich, automatisch, vollständig, limitiert, vollständig, machen wir mal Farbraum automatisch, RGB, YUV, wir machen mal automatisch. Hoppala. So, wo waren wir? Da. Tisch vorne. Hintergrundfarbe BenQ. Startbild BenQ. Das könnt ihr auch ändern in Schwarz, Blau, Violett. Ich lasse BenQ alle drinne. Das ist eigentlich ganz gut. So. Jetzt haben wir hier Einstellung erweitert. Höhe, Lüftergeschwindigkeit, ja, da haben wir jetzt eine hohe Lüftergeschwindigkeit, wir können auch normal und, na, hoch und normal können wir machen. Audioeinstellung können wir noch machen, Audio aus, ist jetzt ein. Ihr hört schon, dass der Lüfter jetzt ein bisschen lauter wird. Machen wir mal wieder zurück, na. So, Lampeneinstellung, also da will ich jetzt nicht zu tief eingreifen. So, und dann hier hinten haben wir dann noch die Auflösung. Also wir haben jetzt die Firmware-Version 1.00 vom Beamer. Unterstützungszeit, glaube ich. Ich bin ein bisschen weit weg. Farbtemperatur können wir jetzt hier nichts großartig einstellen. Das ist einfach nur, damit wir sehen, was da hat. Bildmodus ist Präsentation. HDMI 1 ist gerade dran und die Auflösung 1080p. Und wir sehen auch bei Auflösung ganz in einem, so etwa mittig, 1920 zu 1080p mit 60 Hertz. So, dann haben wir hier noch den Smart Eco. Machen wir mal. Seht ihr, dass jetzt so ein bisschen dunkler wird, das Bild? Und dort haben wir noch Testmuster. Ja, können wir hier so ein Testmuster machen, um zu gucken, wie es ist. So. Projektorposition können wir jetzt auch, Tisch vorne, Tisch hinten können wir jetzt aussuchen. Und schräge Optionen, kommen wir da wieder hin, das ist halt so die Schnellinformation, die wir haben. So, jetzt gehe ich hier erstmal wieder raus aus dem Menü.
Ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit, hier viel zu testen. Weil ich habe hier auch keinen USB, oder? Ne, hier habe ich keinen USB dran für Strom. Schade. Weil ich hätte gerne noch ein anderes Gerät gezeigt, damit ihr seht, dass das wirklich so schnell funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber ich habe halt keinen weiteren USB mehr zur Verfügung. Aber ich habe eine Idee. Passt mal auf, ich habe eine Idee. So, ich hoffe, ihr seht alles. Ich habe noch eine Idee. Ich nehme jetzt einfach den nächsten Button. Machen wir uns das mal hier nach unten. Ich mache jetzt hier wieder erstmal die Plasteteile ab. So. Und den werde ich aber verlängern müssen. Sonst geht das nicht richtig. So, den verlängern wir, den USB. Zack. Ich habe ja noch die Möglichkeit, an meiner Uhr habe ich noch USB-Steckplätze. Und jetzt leuchtet schon, weil es Strom kriegt. Und den machen wir jetzt einfach mal in die Kodiana-Box rein. So. So. Jetzt muss ich noch mal Richtung, damit ihr auch seht, dass das funktioniert. Ich werde euch jetzt sagen, was ich mache. Ich drücke jetzt, also wir haben jetzt praktisch den Receiver, den seht ihr ja. Der leuchtet jetzt auch blau, der Instashow. Und das Empfängerteil leuchtet auch blau. Den ich jetzt an die Kodiana Box gemacht habe, leuchtet grün. Den drücke ich jetzt, drückt, kommt blau. So. Der Input wird unsupported. Also der wird nicht unterstützt. Das ist jetzt natürlich doof. Aber nichtsdestotrotz machen wir Trick 17. Ach. So. So, jetzt sagt er mir, ich muss das alles hier irgendwie wegmachen. So, blau. Nehmen wir erstmal den anderen wieder. Blau. Blau. Ja, der wird nicht supported, weil ich habe es jetzt, kann ich euch zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe meinen Fire TV Cube angeschlossen. Und der wird leider, so wie die Kodiana Box, nicht unterstützt durch diesen HDCP-Schutz, den die neuen Geräte haben. Und dadurch kann ich euch das nicht zeigen. Das Einzige, ich könnte halt den HDMI-Stecker wechseln, würde aber jetzt nicht so viel bringen, würde ich mal so sagen. Weil das Bild werde gleicher. Also räumen wir den wieder weg. So. Und hier unten leuchtet es jetzt grün. Da drücken wir jetzt blau. Also einmal drauf, dann leuchtet es blau. So, und ihr habt wieder das Bild vom Receiver. Ja, das ist halt mit dem HDCP-Schutz immer so eine Sache, weil das Gerät darf den HDCP-Schutz auch nicht umgehen. Dafür ist er ja nicht gedacht, der HDCP-Schutz. Ja, und so könnt ihr dann Präsentation machen. Ihr könnt dann mit, gibt ja diese Mauszeiger, die man in der Hand hält, am Computer dann weiter drücken und könnt dann halt hier oder mit dem Laserteil könnt ihr dann zeigen. Es funktioniert. Das Einzige, wo ihr dann halt aufpassen müsst, ist, dass das Gerät, was ihr dann anschließen wollt, den HDCP-Schutz nicht hat. Beziehungsweise,
Ich denke mal, vielleicht für ältere Versionen oder so. Ich weiß es nicht, da muss ich mich mal schlau machen. Es ist ja auch nicht für Stream jetzt gedacht, dass man halt einen Blu-ray-Player anschließt. Ich habe es jetzt nur mal zu Testzwecken gemacht, dass man einen Blu-ray-Player anschließt und das Bild hier macht. Der hat halt keinen HDCP-Schutz oder nicht so einen hohen. Da geht das. PlayStation könnte HDCP ausschalten, geht das auch. Bei PC ist kein HDCP-Schutz drinne, wenn man den PC anschließt. Aber wie gesagt, alle anderen Geräte haben HDCP-Schutz. Es funktioniert schneller, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Also ich brauche einfach nur den Knopf drücken und die connecten und das gleichzeitig, also nicht, dass da den Knopf drücken. Ja, warten wir mal. Nee, so ist es nicht. Es ist schnell, connected schnell, funktioniert gut. Der Beamer hat ein gutes Bild. Hätte ich so, jetzt muss ich auch wirklich so sagen, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich kenne einige Beamer und bei mir ist es jetzt nicht gerade dunkel hier drinne. Und ich habe hier eine Raufasertapete und selbst, man sieht halt so ein paar Punkte, klar, aber selbst hier habe ich ein schönes, klares Bild. Hätte ich so jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. So, dann soll es jetzt für das erste Anschließen und erste Testen gewesen sein. Ich werde das mal oben bei meiner Frau anschließen und mal gucken, wie weit das geht und da noch ein bisschen testen. Ich werde dann später noch ein Fazitvideo drüber machen, aber das dauert noch. Da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Vielleicht lade ich die Videos dann auch erst hoch, wenn ich das Fazitvideo mache in 2 Wochen oder so. Müssen wir mal gucken. So, bis dahin würde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.